Hallo Leute, ich bin Lou und heute habe ich Bienvenue Nummer 5 für euch. Ja, wir sind fast am Ende unserer Bienvenue Week. Ich hatte schon 2 sehr, sehr gute und 2 gute Bienvenues im Glas. Also bisher war noch nichts total verrissen. Heute Bienvenue Doublewood 17 Jahre alt, bottled 2016. Ist quasi der ältere Bruder vom Doublewood 12 Jahre. Und wurde gereift in Ex-American Oak und in, also in Ex-Bourbon American Oak und Ex-European Sherry Fässern. Ja, ich bin mal gespannt. Ist nicht ganz so dunkel wie die anderen Sherrys, aber heller als die reinen Ex-Bourbon Casks. Ich hatte bis jetzt hier vor allem Bourbon und Sherry Fässer seit den 80er Jahren. Experimentiert Bienvenue sehr, sehr viel mit verschiedenen Fässern und finished auch sehr viel. Ja. Süß. Ja, der ist auf jeden Fall süß. Hat nur 43% und beißt trotzdem ein kleines bisschen in der Nase. Stand jetzt aber auch schon eine ganze Weile. Trotzdem ein bisschen so. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, ob das Honig ist oder eine andere Frucht. Erinnert mich so ein bisschen an die beiden Bourbonfässer von Bienvenue, die ich jetzt hier hatte, den 12er und den 15er. Ne? Obwohl ich hier kein Bum-Bum-Eis habe, ne? Also ein bisschen, wahrscheinlich durch das Sherry Butter ein bisschen gechillter. Auf jeden Fall, das Holz kommt so nachgestellt nach der Süße auch deutlich raus. Okay, also da muss ich definitiv gleich nochmal einen Schluck nehmen. Der ist am Anfang, die Süße, die man riecht, kommt exakt so wieder. Das habe ich auch noch nicht so oft gehabt, dass wirklich das, was du riechst, exakt repliziert wird im Geschmack. Nur ganz kurz, dann wird er sehr holzig. Dann kommt auf einmal sowas total Herbes hinten raus. Was recht Würziges. Was ich total als herzhaft empfinden würde. Umami? Vielleicht? Keine Ahnung. Da tue ich mich ja noch ein bisschen schwer mit. Aber ja, so. Er ist ein bisschen extremer als die anderen. Die anderen waren sehr entspannt, sehr ineinander übergehend. Und der hier ist, finde ich, trotz seines Alters und trotz dessen, dass er weniger Prozent hat als die anderen. Die anderen waren so bei 47, und das ist jetzt der erste, der wirklich bei 43 nur liegt. Ich finde ihn aber schärfer als die anderen. Und er ist auch so, das ist keine Welle, es sind mehr so 2 Peaks. Ne? Am Anfang die Süße und dann piekt das Holz raus. Und also dieses, also, das Holz sage ich schon. Es piekt das Süße, dann kommt so das Holz. Und dann piekt wieder dieses Herzhafte raus. Am Ende kommt auch so ein kleines bisschen, ich weiß nicht, ob es Rauch ist. Ist irgendwas Scharfes, aber auch so im Hals. Als wäre da noch irgendwie so eine Art Chili-Note mit drin oder so. Und am Anfang ist er schön süß. Da kommt man auch so fast an diesen Sherry ran. Ich sage fast. Und dann ist wirklich wie kurz so dieses. Und dann kommt er nochmal so angepiekst mit so total herzhaft würzig.
fast schon salzig und ich weiß nicht, ob es am Ende scharf oder rauchig ist. Das kann ich nicht ganz sagen. Ja. Einschätzung? Nicht mein liebster Balvenie bisher. Das klingt jetzt vielleicht, also normalerweise stehe ich ja auf diese etwas wusteren Geschmacksexplosionen, aber irgendwie, der ist wie gesagt auf seine Art cool, aber irgendwie werde ich nicht ganz warm mit dem. Ist irgendwie, also er ist lecker, interessant, aber trotzdem irgendwie kann ich nicht, ist nicht so mein Ding. Kann ich auch nicht so richtig beschreiben, was es ist. Also schmeckt aber trotzdem irgendwie gut. Also ich finde es jetzt, 3 Punkte finde ich zu viel, 2 Punkte finde ich zu wenig, 2,5. Ich habe dem 12 Jahre alten Bourbon habe ich 2,75 Punkte gegeben. Ich fand ihn jetzt geschmacklich zumindest intensiver, das hat mir gefallen. Auch wenn der Geschmack vielleicht nicht so 100% meins war, gebe ich ihm trotzdem mal 3 Punkte. Ne? Weil da war auf jeden Fall mehr da. Wesentlich mehr. Man konnte mehr entdecken. Der Spielplatz war größer, würde ich mal sagen. Circa. Jetzt muss ich gleich mal auf meinen schlauen Zettel gucken. Ich habe nämlich vergessen, wie viel der kostet. 100 € circa. Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Warum ist Bourbon nicht so teuer? Kann mir das jemand erklären? Ich finde das irgendwie doof. Weil die machen jetzt keinen schlechten Whisky. Ich kann mir den ihren Whisky noch nicht leisten. Das ist irgendwie ist das doof. Ja, preis-leistungsmäßig, da mir jetzt nicht ganz so gefallen hat, ich aber im Geschmack schon ein bisschen draufgeschlagen habe, gebe ich ihm jetzt preis-leistungs-Verhältnis 2,5 Punkte. Ja, also interessant. Vielleicht ist er von einem von euch auch der totale Favorite. Dann freue ich mich darüber zu hören, was euch an dem Whisky so super gefällt. Wie gesagt, meins ist er jetzt nicht so ganz. Das war Balvenie Nummer 5. Morgen wird es ganz besonders spannend. Dann habe ich nämlich einen Peated Balvenie. Intensively Peated Balvenie. Heavily Peated Balvenie. Ich freue mich da schon ganz doll drauf und bis morgen. Slanji! Und damit ihr auch ja keinen Whisky mehr verpasst, abonniert mich auf meinen Social-Media-Kanälen und schaut nochmal auf meinem Blog vorbei. Da gibt es noch jede Menge mehr Infos zum Thema Whisky für euch. Und bis dahin, Slanji wa!